Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Foltert Dom, heute mit dem Spiel The Scare House. Die Auflösung ist ein bisschen crappy, ist nicht anders einstellbar. Ich hoffe, ich kann das im Schnitt ein bisschen machen. Wir spielen Options. Lädt nicht. Options. Geht nicht. Options. Kackt ab. Achso, dann starte einfach mal. Option ist nicht wichtig. Be careful. Alter. Be very careful. Okay, wir haben ein iPhone. Cool. Können wir das biegen? Ja, wir spielen ein cooles Spiel mit einem iPhone in der Hand. Finde ich schon mal cool. Ah, die Musik ist auch arg scary grad, ne? Da ist Apfelsaft. Press E to rotate. Magisch passiert nichts. Hallo? Ach so. Da mit der Maus bewegen. Kann ich das ausmachen? Ja, dann sehe ich nichts mehr. Was ist das denn hier? Pfirsich. Pfirsichschaft. Das ist eine Map. Wir wollen ausreißen. Wir ausreißen. Jetzt alles bewegen. Das ist ziemlich nice gemacht, tatsächlich. Das hier ist ein Stuhl. Oder was? Und da ist eine fliegende Kamera. Im Bild. Eine fliegende Kamera mit einer Hand. Das ist ein Stuhl oder so? Wackelt auch ein bisschen. Okay, es ist ein Indie-Spiel. Nicht zu viel Wert drauf legen. Ja, hoffe, der Akku hält. Da kommen wir nicht raus. Finde ich mal gut. Okay, da ist Licht irgendwo. Nee, doch nicht. Es laggt aber auch ultra. Also die Spiele funktionieren. Es laggt. Okay, ich kann die Türen öffnen. Ja, es liegt alles ein bisschen. Ach, das ist ein schöner Raum. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz mein Handy ausmachen. Sorry, Leute, dafür. So, jetzt sind wir hier drin eingesperrt. Oben ist so eine Nische. Da steckt was drin. Nee. Ich dachte, er hätte den Kniff schon rausgefunden. So irgendwie so, ja, guck mal, da in der Ecke, da ist aber irgendwas. Aber dem war wohl nicht so. Mach die Tür wieder auf. Press open to door. Okay. Press open to door. Gut, hier haben wir so eine Kiste. Q konnten wir auch noch machen. Also dann, um zu stoppen oder so, ne? Da ist der Bild. Musik wird ein bisschen aggressiver gerade. Ah, guck mal, da ist draußen. Da schimmert's aber irgendwie so, ne? Guck mal, da sieht so sehr bläulich aus. Jumpen kann ich auch aufs Bett ein bisschen springen. Da kann man nichts mitmachen. Hier die Sachen können wir nicht öffnen. Es ist quasi so, als könnten wir hier so durch, ne? So quasi. Aber das Licht geht nicht dahin irgendwie. Es ist, als könnten wir so in eine andere Welt reingehen. Okay, also hier können wir auch nicht drauf, oder? Ne. Aber können wir die Tür auch noch öffnen? Okay. Da ist ein Lichtschalter. Können wir nicht betätigen. Gut, die Musik hört ein bisschen auf, die gruselige. Wir haben den 10. irgendwas. Da kommt irgendwas raus, ein Geräusch. Alter! Ja. Nee, das mag ich jetzt aber gar nicht, Leute. Das finde ich jetzt doof. Ich will doch kein Spiel spielen mit so fucking Jumpscares, die einfach aus dem Nix kommen und gar keine Bedeutung haben. Das ist ein bisschen doof. Ich will jetzt nicht mehr weiterspielen. Okay, geil. Ich irgendwas aufmache, jetzt immer vorher Augen zu machen. Ich merke das schon. Es ist ein Klo. Gut, da ist weiße Milch drin. Hier können wir nichts machen.
Hier können wir nichts machen. Hier baden können wir sehr gerne. Da. Lalala! Sorry. Ich pack nie wieder irgendwas an. Du hast die Tür einfach so zu, ist. Bin ich gut. Open zu. Sorry, aber wenn ich jetzt weiß, irgendwas passiert. Ah! Ich hab gerade geschluckt. What? Gib's mir hart oder so hat er gesagt. Lalala. Was ist denn das jetzt? Lol. Ah, das ist. Sag bloß, das ist. Was ist das hier? Lieber. Jetzt? Boah, ich bin ein bisschen. Ich habe jetzt richtig Angst vor diesem Spiel. Ach, da ist der Eimer. Und jetzt nie weiß, was passieren könnte. Mal da raus, ne? Kann ich ihn nochmal betätigen irgendwie? Ich mach das nochmal, okay? Okay, da müssen wir den richtigen Spot erstmal finden. Okay, gut. Da war eben noch keine Tür, oder? Geh mal kurz dahin. Also da war eben keine Tür, glaube ich. Ich mach die jetzt einfach mal auf. Lalala. Och, fick mich doch. Oh Gott. Nein. Ich hab Angst ein bisschen. Gott. Das ist nur eine Tür. Alter! Wie komme ich hier runter? Ich kann kein Licht mehr anmachen. Ich habe meine Beine gerade verkrümmt. Hebel, okay. Ja, fackel alles an. Also ich bekomme es. Was denn hier? Kommt das Licht nicht mehr an? Ach, mein Handy ist aus, oder wie? Soll ich wieder irgendwie nach oben? Muss mal gucken, dass ich hier. Ja, das ist zu weit. Ich sehe halt nichts. Das ist immer noch zu kurz. Komm schon. Ich muss halt das hier im Auge behalten. Da. Ja, das ist zu weit, ne? Hier ist, glaube ich, die Treppe. Aber ich sehe halt nichts. Kann ich das nicht mitnehmen vielleicht? Ich kann die mitnehmen. Ah, cool. So, vielleicht nach oben beugen. Kann ich hier irgendwas sehen? Ich sehe nichts mehr. Ne? Sorry, Leute, dafür. Hier war das Ding und so. Kann ich den Boden so ein bisschen sehen? Ja, wo geht's denn hier nach oben? Da. Was ist das? Das ist auch nix. Wo geht's denn hier nach oben? Bin den Weg nach oben nicht mehr, ne? Ah, oh, das ist ein bisschen scheiße schon wieder, ganz ehrlich. Hier habe ich schon wieder keinen Bock auf dieses Spiel. Da. Ja! Geh ich halt nach oben?
Ne, ich gehe daran vorbei, oder? Ich sehe halt nichts. Tut mir voll leid, Leute, ne? Das ist jetzt. Ich hoffe, ihr seht wenigstens etwas. Hier sind Gänge. Ja, Leute, ich weiß gerade nicht so recht weiter. Ich kann halt nichts mehr sehen, weil die Lampe irgendwie, weil mein Handy aus ist. Ich breche das, glaube ich, hier jetzt ab. Weil ich bin ja dazu da, um die Spiele so ein bisschen anzutesten. Also die Indie-Spiele, die Horrorspiele. Die gefallen mir auch sehr gut soweit. Aber bei dem jetzt hier wieder so herumzuirren. Oh, hier. Oh, ich glaub's nicht. Ich hab den Weg nach oben gefunden. Okay. Gib noch mal kurz hier die Dingens auf. Hallo. So, wunderbar. Okay. Hier geht's nach oben. Hier war der Lever, ne? Ich hab ein bisschen Angst gerade. Okay. Ja, ja, ja. Erst gehe ich nach unten und nichts passiert. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe auch keine Lust mehr. Es fuckt mich gerade ein bisschen ab und die Jumpscares-Dingens, die regen mich ein bisschen auf, Leute. Sorry dafür. Guck mal, ich habe ja Licht irgendwie, ne? Aber das Licht ist so an meiner eigenen Hand irgendwie. Ich raff das nicht. Ja, Leute, sorry, aber das kann man auch so nicht mehr weiterspielen, ne? Schreibt mir bitte nochmal neue Spiele in die Kommentare, damit ich irgendwie coole Spiele spielen kann, die vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Vielleicht auch so Indie-Spiele, die ihr vielleicht bei anderen Leuten irgendwo seht und die ich ausprobieren soll. Sehen wir uns demnächst wieder, uns Ryan. Ja, zweites Spiel nacheinander abgebrochen, mehr oder weniger das erste Mal. Letztes Mal war ja das 50-Minuten-Ding mit dem Dingens, mit dem Fehler. Und jetzt halt ist halt alles auch wieder alles dunkel. Vermutlich ist es ja auch einfach zu dunkel eingestellt, keine Ahnung. Uns Ryan, bis zum nächsten Mal, ja? Sorry dafür. Macht's gut, bis dann. Tschüss.